lang jeglichen Damage von den Helden hinten, also Herren. Nicht random dieses Totem setzen, das hat, falls du den nachher zockst, das habe ich nämlich vorhin. Das habe ich nämlich gestern dann irgendwann festgestellt. Okay, warte mal. In Anbetracht ihres schlechten Anfangs mache ich das. Ich telle einfach gleich mal. Das mache ich jetzt. Allerdings machen wir das Luftstyle. Läge, weil dein Screen zu hoch eingestellt ist. Du kannst ihn ja mittlerweile jetzt runterstellen, ne? Ja, das ist auch unglaublich praktisch, ne? Wie die Legionäre laufen, das sieht einfach komplett dumm aus. Levelerhöhung und wir haben unten einen Mob. Ich habe ja gleich meine Schocker. Ich habe unten ein paar Schocker. Guck mal oben noch die. Das ist uncool. Die Schocker haben jetzt weniger Leben, by the way. Nur die gehen jetzt schneller drauf. Okay. Aber ich kann auch noch reinkommen. Ach ja. Die Teppen oben. Alles gut. Ich schwöre noch jetzt eh wieder. Und ich will pushen jetzt mit meinem Helden noch quasi nach. Das wird bestimmt lustig. Immer die Kristallbogenschützen hier probieren. Die habe ich nicht so weit eingenommen. So. Okay, die haben sie mit dem Stell gekillt. Da merkt man natürlich nicht viel davon. Jetzt warte ich mal kurz. Sollen die sich mal erholen? Ist mir egal. So, genau, in den zweiten Perk raus. Ich pack mal was oben zum Deffen hin noch. Ich chill wegen meinem Gebäude. Ich will das Gebäude setzen. Naja. Die Helden deffen sich schon selber. Und noch wieder Tim. Lufteinheit gegen eine Melee, gegen Melee-Einheiten, die sich da nicht werden können. Immer sexy. Ja, das stimmt. So, jetzt muss ich überhaupt noch mal hier gehen wollen. Noch unten. Ich spawn mal den Sima daneben. Warte, dann nehmen wir auch noch den WS dahinter. Und oben kurz ein Auto wegen meinen Viechern. Oh ne, die haben was Fettes da. Ja, was Fettes da hingestellt, ja. Ich hab was dagegen. Ich hab nichts. Sehr gut. Und mal noch ein paar Schocker mit hingepackt. Flug einhalten. Wegen dem Fall wieder oben. Ne, die helfen nicht gegen den. Ah, da unten steht ein Scharfschütze, den sehe ich jetzt erst. Warte mal, das müssen wir mal wegmachen, denke ich. Ich glaube nicht. Kurz wegen Gebäude. Ja, ich warte auch jetzt kurz, weil wir haben ja gleich Level Up. Ja, obwohl. Alles gut. Jetzt musst du das machen. Weil wir kriegen jetzt kein Level Up. Außer du hast ein Tap-Zeug. Ne, gerade noch nicht. Jetzt haben wir Level Up. Und da kommt was ganz Großes für euch. Oh, das ist cool. Da gerade meine Schocker hingestellt. Okay, jetzt aber sie kriegen trotzdem. So, und unten mein Endgame-Vieh. Ich mach da gleich ein Spell rein, wenn ich noch kann. Nee, das wird zu wenig, oder? Ja, nee, noch kein Spell rein, aber ich glaube nicht. Das nenne ich mal einen Push. Oh, da ist der Ray gewesen. Das sieht ja gut aus. Aber wir haben keine Schocker mehr vorne. Nice. Die leben immer noch. Holy shit. Ja, noch. Ja, wir sind bald an dem Punkt, wo wir Mana kriegen für XP. Das ist übel OP, das hatte ich eben gerade einmal. Ich spawn oben an den Sima. Mein Late-Game tut Spamme, dann weinen die. Außerdem kann ich nicht wieder da vorne hin spammen. Ich glaube, das reicht auch. Ja, packen wir unten noch einen Schocker mit hin. Ja. Also ich
bin gerade am Sizzle. Und jetzt kommt oben mein Late-Game-Vieh. Nächstes Mal ist es upgraded. Durchfächer. Okay, dort ein bisschen. Ich hab mir einen Ray rausgehauen. Ja. Ich warte ein bisschen wegen meiner Hütte. Bitte. Jetzt beginnen wir den Peak wieder. Der wir oben. Na, scheiße. Die Feuerwehr war nicht gut. So, und wir sind soweit, dass wir Mana kriegen. Oh ja. Jetzt ist das gut. Watch out, everybody. Blue's got mana frenzy. Das ist Mana mal dabei. LOL, ist das Vieh riesig. Holy shit! Du leistest? Ja, ich pack da jetzt meine 10er noch mit dazu. Ich packe unten. Ja, ich hab unten einen. Unten einen Range hingepackt, der ist also. Ich komme vor in die Front, mein Held. Das war's, Alter. Die mache ich jetzt fertig, immer so. Viel zu viel Mana, die können ich. Ja, ich kann gar nicht so schnell spawnen, wie ich gerade hier irgendwas machen möchte, Alter. Ja, aber die haben durchgehalten, die waren also nicht so bad. Nee, die waren ganz passabel. Nee. Aber wir haben auch nicht die Kombi gespielt, die wir jetzt gestern mal gespielt haben. Das muss ich auch mal sagen, ne? Das ist ja auch nochmal was anderes. Ja, klar. Ich hab auch, glaube ich, wieder ein bisschen andere Karten. Aber letzten Endes haben wir ja immer noch ein ähnliches Setup. Das stimmt, ja. Nur, dass ich jetzt noch die eine Late-Game-Karte zum Beispiel drin habe und Dolchfächer statt Feuerball und sowas. Weil ich Feuerball zwischendurch gar nicht mehr drin hatte, sondern einfach nur dir den Job überlassen habe, Feuerball zu benutzen. Machen wir direkt eine Karte auf. 500 Scrap-Dinger habe ich gekriegt. Ich krieg einen Saison-Token. Mana-Raserei ist also ganz am Ende. Ich habe eine Karte bekommen, von der du 5 Stück irgendwie für 16.000 kriegen konntest. Das ist eine lila, ne? Und zwar ist das ein Geisterbeschwörer, also verflucht Fernkampf. Stirbt sein Ziel, entreißt dieser unheilige Hexenmeister ihm den Geist. Bringt 100 Gesundheit für einen fliegenden Diener oder 200 Gesundheit für einen Bodendiener. Sammelt einen Stück 3 Sens beim Tod. Und gibt ihm einen zufälligen eigenen Diener. Also ich habe jetzt wieder so ein verflucht Spektral-Essenz-Krams bekommen. Es war eine teure Einheit davon. Und die ist witzigerweise Range. Was habe ich vorhin gesagt? Mana-Raserei. Welche Karte hatte denn das überhaupt? Deshalb wollte ich ihn das wissen. Ach ja, der Brückenschrein. Bei Mana-Raserei überhitzt er und verfällt dreimal schneller mit dieser komischen ergenerierten Erfahrung. Okay. Der war das, dieser Spell. Okay, das ist im Late-Game quasi dann noch, dass du noch mehr rausspammen kannst. Und dass du earlier ins Late-Game kommst. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Nehmen den Geisterbeschwörer mal nicht rein. Ich fand das Setup gerade ganz cool, was wir gespielt haben. Jo. Siege zwar ein bisschen mehr, aber ansonsten. Überlege ich nochmal die Spiele oder ob ich diesen Feuertypen ausprobiere. Was kann denn der Feuertyp? Der hat. Ach ja, das war der mit so vielen Brückenspells. Der hat irgendwie 2 Spells für die Brücke. Und dann gibt der Nahkampfeinheiten-Stuff. Da ich aber weniger Nahkampfeinheiten spiele, lasse ich den mal. Ich nehme lieber die von gerade nochmal, die war lustig. Weil dann immer, wenn dein Vieh kommt und ich kann auch mich spawnen, das war irgendwie lustig. Okay. Warte, dann muss ich nochmal wieder raus und ready. Warum sind 2, Alter? Die Elo-Gains hier. Oh ja. Ja, übrigens, ich habe auch ein Match gemacht gegen diese eine Zaubertussi. Die beschwört am Ende sich selbst als übel fetten Drachen oder beschwört einen fetten Drachen. Ja, ja, genau, einen Drachen, ja. Die ist auch echt interessant. Die könnte mir auch gefallen, glaube ich.
Die sah auf jeden Fall witzig aus. Also gegen die habe ich erst ein richtig hartes, langes Duell. Das Ach ging du halt Scheiße. Und ich habe den random Killspell nicht. Das heißt, wir müssen uns darauf richten. Ich Insta-Tabbe. Oh, holy shit. Lol. Was war das? Das wüsste ich auch gerne. Die haben nicht viel Lufteinheiten, glaube ich. Ich glaube, wir können die mit Luft countern. Und ich habe viel Luft. Sieht so aus, ja. Mal ein Scharfschütze. Guck mal, da hinten kommen ein paar. Ja, gegen die habe ich gerade nichts. Leider. Also ich habe. Luft. Oh, Alter, die benutzen jetzt schon ihren Ray. Das ist ja traurig. Ich chill gerade meine Eier ab. So, da oben ist mein Vieh. Spawn wegen deinem Vieh gleich mein Spawn-Vieh als Counter gegen die. Und dann spawn ich Stunner. Stunner countern das übel. Wenn du den Stunner für ihre Dinger aufhältst, können die gar nichts machen. Trust me. Unten noch ein Siemer gespawnt. Ja, sehr gut. Ich habe nicht gespawnt. Wenn jetzt den die Stunner... Ich warte auf die Stunner. Aber dann musst du deine bereit haben nachher. Schaffst ich habe noch keine. Ja, klar. Die habe ich ja jetzt hier bei mir. Dann spiele ich sie jetzt gleich einfach nicht. Dann mache ich nämlich jetzt meine und gebe denen direkt was hinterher. Guter Spell. Oh, der kommt nicht rechtzeitig durch. Schade. Meine Stunner sind selber gestunt. Das ist jetzt ärgerlich. Aber ich habe Luft. Wir müssen oben. Geboren. Und hier meine Explosionsvieh. Ja. Ich brauche noch 2 Mana. Dann kann ich den. Ja, ich habe. Zack. 2 Stunner hier. Sehr gut. Damit schaffe ich die. Kein Ding. Danach muss man unten machen. Warte mal. Nee, schaffen wir. Alles gut. Hier mache ich einen Scharfschützen hin. Ich habe hier nochmal ein paar Speerschützen. Weil du oben mal im Auge. Ich will mein Late Game Team mal spawnen. Mach das. Ich hab ja noch gar nicht benutzt. Wir so. Leveln die schon wieder so hart, ne? Wir sind ein Level ahead. Ich weiß, ich spring auch jetzt wieder voll vorne mit meinen Helden rein. Das ist basically ja auch einfach nur ein Cooldown, den du benutzen kannst. Der ist übrigens echt stark, finde ich. Mit 2 Mana-Karte oder so nur. Hier unten hole ich uns mal noch einen Luftvorteil. Jetzt muss ich kurz chillen. Aber ich kann oben nochmal eine Legion hinpacken. Na, wir gewinnen das sowieso gleich. Wir sind tot. GG! Also zweimal den gleichen, das ist echt scheiße, wenn man weiß, wenn der Gegner weiß, wie er funktioniert. Ja. Ich weiß halt, dass die Stunner dagegen gut sind und dass Lufteinheiten gut sind. Ja klar, weil sie ja Lufteinheiten können, das ist ja nicht. Und Lufteinheiten permanent draufzugeln, dann kannst du halt nichts machen. Kartenhauswettbewerb. Juhu, ich hab den zweiten Schlüssel gekriegt. Ruhm 8 Schlüssel. Ich hatte, glaube ich, schon. Money, 50 Gold und Level Up. Noch mehr Money. Shiny Gold. Ja, das. Das kriege ich doch erst. Das kriegen wir doch erst noch. Das kriegen wir erst in 52 Minuten. So, ich werde mir jetzt erstmal nochmal kurz eine Macht-Token. Kaufen. Ich habe auch zwei. Ich weiß zwar nicht woher, ich glaube, ich habe eine Daily Quest fertig. Das kann sein. Na dann. Ich habe da auf irgendwas gelegt. Bleibst du bei Lila stehen? Nein! Ich kriege einen Scharfschützen. Ich habe diese. Es gibt. Du hast doch diese komischen Legionäre mal gespielt, ne? Die so laufen. Aber du hast, glaube ich, nicht die Gilden-Legionäre gespielt, sondern andere, oder? Ich habe die normalen Legionäre. Die Gilden-Legionäre habe ich, glaube ich, gar nicht. Die Gilden-Legionäre, habe ich jetzt gerade als Karte bekommen, 6 Mana und die werden dann so zu Werwölfen. Die finde ich auch nicht schlecht. Die sind gerade für den du spielst, echt nicht bad. Finde ich. So vom kam mir zumindest zuvor in meiner PvP-Runde, die ich da hatte. Die werden halt dann zum Werwolf und hauen irgendwie noch mehr zu. Ah, die Karte mag ich nicht, aber egal. Ehrlich, glaube ich auch schon. Ja, das nächste ist wieder was Fettes. Geil. Scharfschützentruppe. 5 Mana, spawn 2 Scharfschützen. Habe ich in meinem Gilden-Dings jetzt hier drin. Ja, ne, klar, weil wir ja jetzt in anderen Gilden sind. Und ich habe hier noch einen Kaleth Dawnhammer. Für 8 Mana mit 600 Leben. Es gibt übrigens eine 9 Mana Karte. Die hat 800 Leben oder 900.
Das ist so ein Golem wie der 7er Golem, den du hast. Der gehört zu der gleichen Golem-Rasse. Mhm. Hab ich gesehen. Die wurde mir mal zwischendurch angezeigt, weißt du? Mhm. Die werden ja immer mal angezeigt. Und der hat folgenden Effekt. Wenn wir 50% Leben haben, kriegt der doppelt so viel Leben. 1800 oder so. Das muss auch irgendwie lustig im Late Game sein. Wenn du so ein spannendes Duell hast. Aber ich finde meine 5er Einheit auch irgendwie geil, die dann dreimal so viel Leben kriegt, wenn man sie oft genug ausgespielt hat. Hm. Ich mag das Setup, das ich gerade spiele, aber ich glaube, ich wechsle den Helden. Mach das. Wie viel Melee habe ich gerade? 1, 2, ich habe nur 2 Melee-Einheiten. Okay, nee, ich spiele den Melee-Typen doch nicht. ich spiele einfach meinen Schützen wieder. Ja, das oder? Ist, denke ich, ganz gut. Oh, nee, warte mal, die andere ist Free-to-Play. Nimmst du das Free-to-Play nochmal aus? Machen wir noch eine Runde. Hat ja bisher funktioniert. Dass man die auch noch spawnen kann, ist irgendwie ganz lustig. Okay. So. Ja. Na dann. Push the start button. Oh, ich hab mit dem, den du gespielt hast, dann auch ein melee-heaviges Setup mit diesen Werwolf-Einheiten gespielt. Mhm. Und in dem Standard halt. Das war eigentlich ganz cool. Oh. Let's go. Interessant. Ich warte auf meinen Spawn-Key. Oh, fuck. Ja, doch, krieg ich raus. Jetzt brauche ich nur irgendwas, damit die das nicht böllern. Die haben einen relativ starken Start-Spawn gehabt. Ja, die hatten diesen komischen Panzer, der ist übel gut. Mhm. Jetzt zerlegt mich gerade auch ein bisschen um. Jetzt zerlegt uns hart. Schon ein bisschen. Hm. Die dürfen mein Gebäude nicht kriegen, das ist wichtig. Oh, fuck. Die haben diesen Skelett. Oh, dieser Skelett-Typ ist auch richtig nervig. Ist das der, den ich gekriegt habe? Holy shit. Alter, das ist ja übel strong. Ja, schieß nochmal. Oh. Ich hab noch keinen Tappen. Nach oben, erstmal ein Tappen. Und dann mache ich unten den Dolchfächer gleich rein, wenn ich kann. Ach ne, du hast Feuerball. Auch gut. Mhm. Oh, dann aber der Gegner daneben. Dann mache ich die Stunner hinter deinem. Brauche ich noch Flug irgendwie? Ach, nicht. Kann nicht spawnen. Das sollte auch klappen. Komm schon, komm schon. Ja, wir brauchen Flug. Leuchtfächer sollte auch funktionieren. Ja, der war gut. Oh, komm schon hier, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch. Ja! Oh, nice. Play. Ich pushe Damage hinterher. Ich hab Stunner. Stun die das? Ja. Charger. Problem ist, dass wir ihn nicht stunnen, diese Ratte. Ja. Solange das nicht passiert, haben wir noch ein kleines Problem. Levelerhöhung, sehr gut. Diesmal sind wir nicht ganz so weit ahead. Wir sind zwar immer noch gut dabei, aber nicht ganz so weit ahead. Ich habe eine bessere Lufteinheit als die. Okay. Ich habe unten gleich ein paar Legionäre. Wir bringen die beiden Lufteinheiten. Ah, fuck, dieser Panzer fickt das. Die hier müssten gut gegen die Panzer sein. Ich kann nicht wieder spawnen. Mhm. Du counterst da oben das Ziel. Was ist das denn für ein Scherz? Achso, das kommt durch das Gebäude, ja, was er hat. Was ich meinte mit dem, man kann das Ding treffen. Ah, ist klar. Aber ich habe mich da vorne gespawnt, das sollte sie ein bisschen nerven. Nicht kurz. Das ist ein guter Pull. Das ist ein guter Spell. Sehr schön. Problem ist, dass wir dieses Skelettvieh wieder töten müssen. Okay, so was. Ich habe endlich herausgefunden, was gut gegen dieses Skelett ist. Wahrscheinlich Stun, würde ich mal vermuten. Dafür müsste ich es aber erstmal ran schaffen zum Stun. Das passiert irgendwie nicht. Oh, doch, die ist tanky genug für das Vieh. Speerwerfer sind auch gegen manche Einheiten. Wir sind leider schon ein halbes Level. Sind fast genauso weit wie wir.
Ich packe unten ein paar Legionäre hin. Ich kann jetzt wieder. Ich kann nichts spawnen. Zack. Wir haben unten. Spawn nicht mal oben. Spawn. Ja, ich werde jetzt auch kurz chillen. So, jetzt kommt er. Nämlich gleich Level. Ich habe meine 10er Einheit, kann ich gleich mit unserem Level Up hinterher schicken. Oder packe ich unten den Siemer hin? Ich mag deine 10er Einheit nicht mit dem Siemer. Anders. Ich hätte gesagt, aber. Oh, holy shit. Gut, das wurde wirklich direkt umgefahren. Wovon auch immer. Mein Vieh ist unten auch komplett gevögelt worden, Alter. Holy shit. Ah, da ist so ein Skelett zwischen. Das ist der, und zwar einen guten den Durchbrecher. Den hätten wir jetzt gebraucht. Alter Schwede, was haben die denn? Warum haben die denn so eine Mars-Spawn-Shit? Die zerlegen uns gerade einfach, weil sie mehr Einheiten haben. Ja, aber die haben die eine Zeit gespawnt. So, ich will jetzt wieder alles. So, die Stunner raus. Wenn wir die durchkriegen auf den Korb. Leider noch keine hier jetzt. Jetzt habe ich ihn hier da gleich, aber der wird nicht rechtzeitig ready. Mein Vieh wird gleich sterben. Oder? Naja, doch, leider. Boah, Alter, die haben immer so einen Mars-Spawn gleich. Die sparen immer so lange, bis sie irgendwie übel viel spawnen können. Ja, und ich hab leider kein AOE. Ah, jetzt habe ich AOE. Soll ich vielleicht nochmal AOE? Alter Schwede, kriegt die da unten gerade auf den Sack. Bam! Das sieht nicht gut aus, André. Das sieht nicht gut aus. Jetzt hier sein Skelett, die fickt uns halt jedes Mal, Alter. Mm. Ich nehm dich auch gleich rein, Alter. Holy moly, geht den auf den Sack. Wir müssen unten was hinstellen. Das Problem ist, unten der Schwerträger. Das hat geklappt. Okay, jetzt kann ich gleich mein Late Game Key nochmal versuchen rauszuhauen. Komm schon! Oh, das ist dumm. Oh, die haben oben ein großes Vieh. Alter. Das Vieh one-shottet das halt einfach, ne? Das ist komplett dumm. Das Vieh one-shottet diese Vieh. Das hab ich schon mal gesehen. Echt nicht cool. Aber es kann halt auch nur einmal hart hitten, ne? Und danach. Ja. Oh, das ist nice. Das ist nice. Oh. Da unten ist aber wieder der Skeletttyp. Das ist gar nicht nice. Aber ich habe jetzt nicht. Ich habe Sorge, weil die, glaube ich, ihr Mana-Dings erst vorher bekommen. Ich habe kein AOE. Ich kann halt gerade echt nicht viel machen. Die AOE in uns halt gerade auch weg. Ja, ich glaube, das verlieren wir. Ich denke auch. Ich warte mal noch kurz auf meine dritte Einheit. Oh ja, die haben Mana. Ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir das auch schnell machen. Ist aber schwierig. Hm. Können halt diese Hütte da immer machen und wir nicht. Ich kann meine Hütte nie benutzen. Okay, dann beide ganz viel offen. Okay, jetzt werden wir, glaube ich, überrannt. Ja, das war's. Schade. Zuerst. Ja. Die haben das nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Die haben uns hart zerlegt. Ich weiß nicht, was wir hätten dagegen machen sollen. Mhm. Kein Plan. Hätten wir immer unseren AOE ready haben müssen, wenn die ihren Dings da machen. Mhm, wahrscheinlich. Naja. Wolltest du jetzt noch irgendwas ändern oder starten wir gleich das nächste?